Hallo, mein Name ist Jürgen Kronberger. Ich bin Kellermeister hier in der Wienser Genossenschaft Großumstadt. Ich bin seit April 1981 hier im Betrieb. In dieser Zeit, 1981, hatten wir 27 Hektar hier in der Genossenschaft Weinbaufläche. Mittlerweile haben wir 73 Hektar hier in der Genossenschaft. Dementsprechend sind wir auch gewachsen, sei es Gebäude, sei es Maschinen, Tanks und so weiter, sodass wir immer größer wurden in der Zeit. Viele hier in Großumstadt kennen mich ja. Ich gehöre ja mittlerweile schon fast zum Inventar hier in der Genossenschaft. Bin ja fast 40 Jahre hier. Und es macht mir halt Freude, hier in der Genossenschaft zu arbeiten, um die Entwicklung der Genossenschaft halt mit zu gestalten. Im Glas haben wir einen 2019er Weißburgunder Kabinett Trocken. Weißburgunder ist ja eine sehr alte Rebsorte, lässt sich ja zurückverfolgen bis ins 14. Jahrhundert. Urkundlich erwähnt wurde er erstmals im 16. Jahrhundert und hat dann im 17. Jahrhundert in Burgund Einzug gehalten. Von dort aus hat er sich in die anderen europäischen Weinbaugebiete verbreitet, auch nach Deutschland unter anderem. Weißburgunder, den wir jetzt im Glas haben, den haben wir gelesen am 30.09. und 5.10. mit 82 Grad und 89 Grad. 89 Grad war ja schon eine Spätlese. Ist ein schöner Wein, der ist gekühlt, vergoren bei 17 Grad Celsius plus. Ist dann gefüllt wurde im Februar dieses Jahres. Und er hat jetzt einen Alkohol von 12 Volumenprozenten, 7,1 Restzucker und 6,3 Säure. Wenn wir ins Glas riechen, haben wir einen feinen Duft, so leicht Jasmin, Flieder, mit so Anklängen von Birne und auch leicht Honig. Und im Mund haben wir einen schönen, fruchtigen, eleganten Weißwein. Ja, animiert zum Trinken. Wir haben dann 1987 hier ein neues Kellerhaus gebaut. Hier vorne ist unsere Traubenannahme mit einem Wiegetrichter. Der Kran, mit dem wir die Bütten von den Traubenwarten rüberholen können, abkippen können in den Wiegetrichter. Von unserem Wiegetrichter aus geht uns weiter nach unten. Unten haben wir eine Entrappungsmaschine. Entrappung heißt, da werden die Beeren von den Stängeln entfernt. Und von dort aus geht es dann hoch direkt auf die Keltern. Wir haben drei verschiedene Keltern drinnen stehen, die sehen wir dann noch, sodass wir auch verschiedene Qualitäten trennen können und auf jedere Kelter gehen können und haben hier im Wiegebüro eine Verteilung der Rohrleitung, sodass wir auf die verschiedenen Keltern können. Hier in unserem Wiegebüro ist ein Mann beschäftigt, der die Trauben annimmt. Hier haben wir zum Beispiel unseren Schaltpunkt, wo er dann steuern kann, ob er in die Vorratstank geht, in die Maischengärtanks geht oder direkt auf die Keltern geht. Hier ist unser Wiegebehälter, die Entrappung und die Pumpe, die uns dann den ganzen Most, die Trauben hochpumpt und verteilt auf die verschiedenen Gebinde, wie wir es brauchen. Dabei werden hier oben auch noch die Öchselgrade genommen. Die Öchselgrade ist eine Dichtemessung des Mostes. Je süßer, je mehr Zucker, das der Most hat, desto dichter ist er. Und die Winzer werden hier nach dem Zuckergehalt auch bezahlt in den Trauben drin. Und nach Gewicht natürlich. Wir haben hier zwei automatische Weinpressen, mit denen wir unsere Trauben verarbeiten. Weiter rechts haben wir eine kleinere stehen mit 2600 Liter Inhalt. Diese beiden haben jeweils 6000 Liter Inhalt. Wir können durch permanenten Saftablauf bis zu 10.000 Kilo auf so einen Kelter bringen. In den Keltern ist ein Hub angebracht, in den Keltern müde, der Teil halt die Wäsche der Kelter, das gut auf Vakuum angesaugt ist. Und wenn die Kelter voll ist, wird die Druck hinter dieses Hub geblasen, sodass es gut an den Augen drückt und auch der Druck als Kelter steht.
Vorteil ist, an diesen Geldern zu arbeiten, nur bis 2 Bar Druck. Früher die alten Gelder haben zum Beispiel damit 6 Bar Druck gearbeitet. Dadurch haben wir weniger Kernstoffe, Abbrüche, Nahrungsschalen, die kann in den Rost bringen, sodass wir nicht für heute bezahlt werden. Hier sind wir jetzt in unserem Tankkeller, sage ich mal. Diese Halle wurde 1997 angebaut, vollgestellt mit Tanks. Die Tanks waren früher überall gestanden, so sind sie dann auf den zentralen Platz gekommen. In diesem Raum ist der Hauptarbeitsraum. Wir verkehren hier in diesem Raum, wir haben keine speziellen Gärtanks. Die Weine werden in den Tanks vergoren, gekühlt, vergoren, dann abgestochen, behandelt und dann mit dem Rostflow-Filter filtriert. Der Rostflow-Filter haben wir auch erst vor 2 Jahren gekauft. Nach der Filtration lagern dann und reifen dann die Weine in den Tanks bis zur Füllung. Hier haben wir noch einen Druckfilter stehen, haben 2 Stück, die wir dann brauchen noch bei der Mostverarbeitung. Was wir jetzt gesehen haben, ist unsere Abfüllanlage. Die Abfüllanlage haben wir auch neu. Die haben wir September 2019 geliefert bekommen und wurde aufgebaut. Und seit November füllen wir mit dieser Abfüllanlage ab. Hier da oben werden die Flaschen gefüllt. Man sieht am Anfang, wo die Flaschen steril gemacht werden, dann der Füller und hinten noch der Schraubverschließer. Danach werden sie entweder in Gitterboxen gelegt oder werden gleich etikettiert und kommen dann alle hier runter in den Keller. Hier warten dann die Flaschen, bis der Kunde kommt zum Kaufen. Hier befinden wir uns jetzt in unserer Winothek in der Genossenschaft, wo Sie alle Weine, Produkte probieren können, also Weine probieren können oder Produkte kaufen können. Produkte haben wir noch Traubenkernöl, haben noch Essig, haben noch Senf, das alles aus unserem Wein auch hergestellt wird. Auch unseren Weißburgunder können Sie zu normalen Zeiten hier probieren. Der Weißburgunder hat auch bei der Frankfurter Internationalen Weintrophy eine Goldmedaille bekommen. Diese Urkunde haben wir jetzt vor 14 Tagen bekommen. Auch unser Akolon Rotwein hat noch die Goldmedaille bekommen bei der Frankfurter Internationalen Weintrophy. Zu unserem Weißburgunder noch eine kleine Essensempfehlung. Durch das Duftige von ihm würde er auch gut zu asiatischen Gerichten passen. Oder Geflügel, Fisch. Wir empfehlen ihn auch zum Spargel zurzeit. So, jetzt sind wir durch mit unserem Rundgang durch die Genossenschaft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Freude bei einem Glas unseres Weißburgunders. Auf Wiedersehen.